طيب، als dieser Vers offenbart wurde, ihr werdet die Frömmigkeit nicht erreichen. Also zählt euch nicht zu den Frommen. Zählt euch nicht zu den Frommen, bis ihr in dieser Fassung seid, dass ihr ohne Nachdenken, ohne Zögern, ohne zu bedauern, von dem ausgeben könnt, das euch lieb ist. Das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt. Allah Ta'ala sagt nicht, bis ihr ausgibt von dem, was ihr besitzt, sondern bis ihr ausgibt von dem, was euch lieb ist. Das heißt, was ihr eigentlich behalten wollt. Das heißt, ihr habt euer natürlicher Instinkt will eigentlich von euch, dass ihr das für euch behaltet. Denn erst hier zeigt sich der Ikhlas, hier erst zeigt sich die Frömmigkeit. Hier zeigt sich die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit in der Sache, dass man etwas ausgibt, etwas weggibt, dass man etwas opfert, obwohl man es eigentlich haben möchte. Das heißt, man ist in einem Konflikt, in einem inneren Konflikt. Soll ich tun oder soll ich nicht tun? Und wenn man sich hier überwindet, erst dann kann man dann von Frömmigkeit reden. Deswegen, es ist keine Kunst und es ist keine Frömmigkeit, Müll abzugeben, den du sowieso nicht haben willst oder sowieso nicht brauchst. Hast Altkleider, die du nicht brauchst, ist eine gute Sache, also besser als die zu verbrennen und zu vernichten. Aber das ist keine große Kunst, das wegzugeben. Das macht jeder. Jeder ist in der Lage dazu, Müll abzugeben, den er nicht mehr braucht. Oder etwas, was er nicht mehr haben will, was er nicht mehr haben will. Und deswegen sagt Allah auch in einer anderen Stelle in der Surah Al-Baqarah, er sagt, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ. Und beabsichtigt in euren Abgaben oder in euren Sadaqat, was ihr abgebt, nicht das Al-Khabith. Al-Khabith ist sozusagen das Schlechte, der Müll, den ihr selber nicht annehmen würdet. Den ihr selber nicht annehmen würdet, außer mit zugedrücktem Auge. Der Punkt ist, warum ihr das hier erwähnt, das ist, hier zeigt sich nämlich die Aufrichtigkeit und der Ikhlas. Hier zeigt sich die Aufrichtigkeit und der Ikhlas. Als dieser Vers offenbart wurde, kam einer der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ihm. Ich glaube, es war Talha. Und er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich habe einen Garten, einen Palmengarten, der mir besonders lieb ist. Und dieser Garten hatte den Namen Bayruha. Und ich möchte das ausgeben. Ich möchte das einen fortgeben. Und ich möchte, dass du entscheidest, wohin das geht. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bachin, Bachin. Bachin, Bachin sagt man so. Das ist sowas wie Bravo. Bravo. Sehr gut. Hada malun rabih. Hada malun rabih. Das ist gewinnbringendes Geld. Gewinnbringendes Vermögen. Also das, was du hier jetzt ausgeben. Du hast hier was investiert. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Und ich bin der Meinung, dass du das an die Nahverwandten spenden solltest. Also gib es an deine Nahverwandten, teile es unter ihnen auf oder stifte es. Ja.